Die Damen und die Herren, merci, dass Sie dabei sind für die Pressekonferenz, die als Hauptobjekt hat, Moyen, die der Staat zur Verfügung stellt, für das Krieg vom Coronavirus zu verstehen, zur Verfügung wird stellen. Ich meine, die Pressekonferenz zusammen mit dem Minister von der Klasse Moyen, Lex Dellez, und mit dem Wirtschaftsminister Franz Feio, weil wir drei haben auf diesem Paket de Mesure zusammen geschafft. Dass wir ein Fried, das können wir als Paket hier präsentieren, das ist aber so, dass das Ganze nicht nur ein Exerzis ist, den wir zu Lützburg machen, mit Problematik vom Coronavirus stellt sich auf der ganzen Welt und in Particulier hier in Europa. Schon in den letzten 10 Tagen zwei Eurogruppe mitgemacht, in ECOFIN, alles per Telekonferenz, nur für euch zu sehen, wie viel das die Finanzministerin sich mit diesem Thema beschäftigt hat. Ich will auch unterstreichen, wie viel Lützburg appreciiert wird von den verschiedenen Institutionen auf europäischem Niveau gemacht gehen als. Zum ersten Mal die Europäische Kommission hat 55 Milliarden Euro mobilisiert, für den Unternehmen in den Arm zu greifen und hauptsächlich die PME. Die Europäische Zentralbank hat zwei große Mesuren schon annonciert, für das erste Mal ein Chef von verschiedenen Aktiven für ungefähr 120 Milliarden Euro. Und dann, letzte Woche, hat die Europäische Zentralbank auch annonciert, dass sie ging für 750 Milliarden Euro Staatsobligationen von europäischen Ländern abkaufen. Alles das für Stabilität finanziell zu sichern. BEI ist auch mit ganz flotten Ideen gekommen, für ein Garantiepack für die Unternehmen auf Bein zu stellen. BEI, die hier sitzt, Lützburg hat, an den Pack von Garantien unterstützt Lützburg natürlich zu 100%. An den letzten Tagen sind ganz exzeptionelle Mesuren auch geholt gehen. Gestern haben wir am Telekonferenzmodus am Eurogroup zurückbehalten, dass Europa für 2020 den Stabilitäts- und Wachstumspakt in fait ab den Klammern setzt. Und in fait nicht wird applizieren. Das ist eine Klausel, die aus am Treaty 4 gesehen die werden noch nie gebraucht. Das sieht ja aus, wie tief der Risk von der Krise hier ist. Und wir begrüßen das als Lützburg, dass die Clause Echappatoire da kommt, gebraucht. Lützburg unterstützt sie überhaupt. Alles wird zu mehr Koordination und mehr Solidarität an der Bekämpfung von dieser Wirtschaftskrise beiträgt. Gestern hatten wir auch eine Diskussion, was für ein Instrument der Europäischen Zentralbank noch weiter entwickeln könnte, das wir unterstützt. Und wir haben des Weiteren auch unterstützt, dass eventuell ein Corona-Bund misst an die Wege gelegt wird. Der Coronavirus ist natürlich eine Gesundheitsherausforderung für ganz Europa, auf der enger Seite, mit das an engem auch eine Wirtschaftskrise. Und der Coronavirus kennt keine Grenzen, kennt auch keine Agenzen vom Rating, kennt das Rating von den Ländern nicht. Aber es hat einen Impact auf unser Leben und auf unsere Wirtschaften am selben Maß. Dafür mengen wir als Lützburg, dass es ein gutes Sache wäre, dass ein Instrument gegen Geschäft ging, für alle Länder zu helfen, den großen ökonomischen Schutz, den der Virus schafft, zusammen zu bekämpfen. Die Kommission hat auch angesehen, dass Konkurrenzregeln, wie wir sie heute kennen, an dieser Krisephase nicht können einfach bleiben, wie sie sind. Und hat dafür fünf Mesuren annonciert, wo die Konkurrenzregeln geändert gehen. Madame Vestager, Vizepräsidentin von der Kommission, hat die annonciert, wir begrüßen die Changemente ausdrücklich. Und sie haben gerade die Changemente, die merken, dass wir einen Ritz von Mesuren, die wir heute vorstellen, die überhaupt möglich sind. An normalem Konkurrenzrecht wären verschiedene von diesen Mesuren nicht erlaubt gewesen.
Wir schwätzen nur über das Finanzament von Unternehmen, an welcher der Staat für eine Wirtschaft kann machen kann. Wir verlieren nicht aus den Ehren die allererste Priorität. Und das ist, dass der Coronavirus eine Gesundheitsherausforderung ist und dass es um menschliches Leben geht, die es muss retten. Dafür habe ich als Finanzminister zusammen mit der Regierung seit Wochen gering Lut gegeben, für das wir all die Kredite gebrauchen, die wir müssen haben, für an der Urgenz Material zu kaufen, Spitäler zu verstärken, Personal zu mobilisieren. Das ist die allererste Priorität. Wir haben gesehen, wie sehr das Krise mit sich gebracht hat, dass als Wirtschaft und Stocken gekommen ist, nicht nur mit Lützburg, sondern in ganz Europa. Und für was ist das der Fall? Eh bien, weil natürlich ganz viele Aktivitäten müssen gestoppt gehen, für an einem das Virus auch zu stoppen. Wir haben in fact für die Unternehmen einen dreifachen Defi. Ein Defi von Liquidität, das heißt, wie bezahlen ich heute am Morgen meine Rechnungen? Ein Defi von Tresorie, was man an einem zwei, drei Monaten mit meinen Fournisseuren, wie habe ich mich hier überwässern? Und dann natürlich ein Defi von Finanzierung von der Ökonomie auf die nächsten Monate, ein Jahr. Die Mesuren, die wir ausgeschafft haben, haben wir am Dialog ausgeschafft mit den Akteuren von der Privatwirtschaft, so wie wir das zu Lützburg gewinnt sind. Wir haben mit allen Typen von Entreprise geschwätzt. Wir haben mit den Chambre Professionelle geschwätzt, mit der Chambre de Commerce, mit der Chambre de Métier. Wir haben auch mit der Association des Banques et Banquiers länger Gespräche gehabt. Und wir haben damit fertig gesprochen, dass wir einen Pack haben, den in fact eine Kollaboration privé-publik durchstellt. Wir haben auch einen Dialog gehabt mit den Syndikaten und mit den Salarien. Weil die Mesuren, die ich hier vorstellen werde, die kommen nicht nur den kleinen und großen Unternehmen zugute, nicht nur den Independenten, sondern sie kommen auch alle Salarien zugute. Schon zusammen mit meinen Regierungskollegen heute Morgen ein Tableau gemacht, wie viel wir bis jetzt mobilisiert haben und wie viel wir in den nächsten Wochen und Monaten wollen mobilisieren und Moyen finanzieren. Den Total von diesen Moyen ist 8,8 Milliarden Euro. Das ist etwas mehr als 14% von unserem Produkt Interieur Brut, etwas mehr als 14% von unserem Reichtum. Ich will euch ein bisschen durch die verschiedenen Mesuren holen, weil wir haben das in fact zu Lützburg ganz konkret gemacht. In fact, als ein bisschen zurückgehalten, für nicht direkt Ziffern an die Landschaft zu gehen, aber in fact ganz konkret Mesuren zu summen, ob zu schaffen. Und wir haben natürlich auch viele Worte, dass wir die neuen Spielregeln auf europäischem Niveau kennen, wie ich vorhin gesagt habe, hat die Kommission Konkurrenzregeln aufgewischt. An den finanziellen Mitteln, die die Lützburger Regierung, die Lützburger Staat zur Verfügung stellt, ging es drei Kategorien unterschieden. Zum ersten Ausgaben, die immediat sind oder imminent. An dieser Kategorie fallen vier Typen von Mesuren. Erstens einmal der Chômage partiell. Der Chômage partiell, ob zwei Monate ausgerechnet, wird ungefähr 1 Milliard Euro kosten. Das ist eine ganz teure Mesur, aber das ist eine ganz wertvolle Mesur. Die können die Salarien zu gut, aber sie können auch die Entreprise zu gut. Und der Minister François Fayot wird uns erklären, in welcher Hinsicht man die wichtig ist, da nach mehr ausgebreitet haben an dieser schwierigen Phase. Wir haben eine Loi de minimis, eine Loi für in fact, Mittel und Klanghilfen überschafft. Das Projekt de Loi leidet am Parlament und wird hoffentlich nächste Woche gestimmt. Und für das Gesetz haben wir einen Envelope von 300 Millionen Euro vorgesehen. Und der Minister Lex Dellis wird uns den Detail von dieser Maßnahme erklären. Wir haben
vorgesehen, dass der Congé pour raison familiale kennt, ausgedehnt geht an dieser Krise und wird viel von dieser Maßnahme profitiert, die natürlich den Familien entgehen können, weil die auch relativ teuer kosten, ungefähr 200 Millionen im Monat, das heißt für zwei Monate 400 Millionen. Und dann wird der Minister Lex Telles uns erzählen von der Indemnité d'urgence certifiée, die wir wollen abfeiern für très petites entreprises, an die Hülle von 5.000 Euro wird am Ganzen ungefähr 50 Millionen kosten. Wenn ich die vier Sachen zusammenzähle, kommen wir auf 1.750 Millionen Euro. Und da könnte ein zweiter Tipp von Finanzmitteln, die wir zur Verfügung stellen, und das ist das, was ich nennen, Reporen, Delay de Payment. Was tun wir da? Da sind Mesuren, die schon annonciert sind, die aufhängen, los zu greifen. Das für das Mal bei den direkten Steuern können die Unternehmen ganz einfach freuen, dass hier Avancen auf Null gesetzt werden für das Trimester und für zwei Trimester. Und das richtet natürlich an die Unternehmen, die wirklich Victim sind vom Covid-Virus, das heißt, die entweder komplett zugemerkt sind oder denen hier Aktivität immens beeinträchtigt gehen. An der ersten Punkt von dieser Mesure, ob 6 Monate geguckt, kostet ungefähr 1.250 Millionen. Das sind also Resetten, die wir zwar nicht verlieren, wir gehen an Zukunft verloren, aber wir kriegen als Staat auch da ein Tresorie-Defi. Bei den indirekten Steuern rund um TVA wird man da mehr Flexibilität in den nächsten Wochen am Main tun, par rapport zu den Unternehmen, und das wird ungefähr 300 Millionen Euro kosten. Und letztendlich haben wir ja auch annonciert, dass Cotisations Sociales für das erste und zweite Semester auch können verlust und reportiert gehen. Und der Kostenpunkt von der Mesure ist 3 Milliarden Euro. Den Total von diesem Typ Mesuren von den Reporten ist 4 Milliarden 550 Millionen Euro. Und dann letzter Punkt. Wir haben heute am Conseil du Gouvernement ein Projet de loi geholt für eine Loi de Garantie vom Staat. Die Loi de Garantie hat als Objektiv, Kredite von den Unternehmen zu garantieren an dieser Krisenzeit von Lohn bis zum Schluss vom Jahr. Der Montant von der Garantie ist 2,5 Milliarden Euro. Das ist der Teil, den der Staat wird drohen für das Finanzament von unserer Ökonomie zu sichern. Aber wir haben eine ganz gute und konstruktive Verhandlung gehabt mit dem Sektor Bankär und mit der ABBL, die ich hier ausdrücklich viel Merci sagen. Und was haben wir zusammen ausgehandelt? Folgendes, dass Banken auch eine Responsabilität haben an dieser Krise und auch müssen solidarisch sein mit ihren Klienten, hauptsächlich mit den Unternehmen, ohne die als Wirtschaft ja nicht funktionieren kann. 6 Banken haben sich zusammengesetzt, um das auszuschaffen. Und das Resultat ist, dass die 6 Banken werden den Unternehmen ein Moratoire anbieten für die nächsten 6 Monate. Das ist ein Moratoire im Prinzip und ein Moratoire auf den Interessen. Und Banken holen das komplett an hier Bücher. Das heißt, den Dotenrisk wird komplett von den Banken gedrohen. Darüber hinaus Finanzmente einer Kredite oder Linien, die die Unternehmen werden brauchen, die gehen justement von der Loi de Garantie vom Staat garantiert bis 2,5 Milliarden. Aber auch da haben Banken einen Teil von der Responsabilität geholt. Der Lützebäuer Staat wird 85% vom Risk überholen an Banken 15%. Die Regeln von der Kompetition an Europa sehen wir, dass sie in Fett kann bis 90% als Staat garantieren. Wir auch hier haben Banken einen Teil vom Risk mit überholen, an dem sie nicht nur 10%, sondern 15% vom Risk überholen. Die 6 Banken sind die, die alle Residenten gut kennen, die Agenzen, ein Agenzenreso am Land tun, das Spurkäst, BGL, BNP Paribas, BIL, Dreifeisen,
Bank de Luxembourg an auch Bank ING. Den sechs Banken ging ich gerne wirklich merci so für den Erfolg. Die gesit mir hun hei bisschen de Lützebäuer Modell funktionieren gedoen. De Privatsektor an de Staat schaffen Hand an Hand. An der Loi de Garantie als auch für gesehen, dass der Staat die Autorisation freit dem Parlament für können an dieser Krisenzeit Emprunt abzuholen an der Höhe von 3 Milliarden Euro. Das 3 Milliarden Euro brauchen wir für das schwierige Zeit zu überbrücken. Ihr wisst, dass wir in den letzten Jahren ein equilibriertes Budget hatten und in fact die Staatsschuld reduziert haben. Aber so ein Last wie die, die Lohr bei uns durchkommt, von 8,8 Milliarden Garantien, Reporen an Depensen, kann ich natürlich nicht ohne ein Emprunt bewältigen. Nicht die Banken, die ja dann auch ihre Beiträge leisten, haben auch an der SNCI, Société Nationale de Crédit d'Investissement, viel Erfahrung gemacht. Und sie wird auch eine additionelle Garantie geben bei den Krediten von Unternehmen an der Höhe von 600 Millionen Euro. Der Minister Franz Feio wird am Detail sagen, in welcher Hinsicht das SNCI innoviert wird und uns hilft, die schwierige Zeit zu überbrücken. Der SNCI an der Stadt wird dann auch alles zu setzen, für das mit Mutualität de Cautionnement von der Chambre de Commerce und Mutualität de Cautionnement von der Chambre des Métiers werden in der Term greifen, für das die mehr Cautionnementer können machen, und zwar an der Höhe von 10 Millionen Euro. Für komplette Sinn will ich noch auch unterstreichen, dass den Office du Croix, den ODL, auch eine Politik adaptiert wird, für in fact, den Unternehmen, die um Export tätig sind, zu helfen, an dem Primen mehr an die Länge zu gehen, und hauptsächlich, dass von Dommagen sind, wenn Schäden entstehen, dass die Remboursementen so sehr wie möglich können geschehen. Ich schaue Luhai ab, an dem ich auch alle guten Unternehmen encouragieren, hier Rechnungen zu bezahlen. Die Liquidität ist nicht nur die Rolle vom Staat, die Rolle von den Banken, aber das ist auch die Responsabilität von jedem von uns. Die ganze Pakete, die wir hier auf B setzen, ist auch dafür gedacht, dass das Geld weiter dreht und dass die Ökonomie sich sehr kann erkriegen. An Konklusion, ich meine, das ist ein ganz ambitiöser Pack, den wir hier machen, den wir zusammen ausgeschafft haben, an den uns müssen helfen, uns Unternehmen so viel zu halten, wie das an so einer schweren Situation wie die heute zu halten, auf der einen Seite, und zweitens, alle Ausgangspositionen feststellen, für das von alles rüber ist, mit dem Virus rum können, an Zukunft zu gucken, an rum zu investieren. Und damit ging es dann darüber gehen und den Minister die Klasse meinen Lexdelles. Merci vielmals. Den Coronavirus, also in einer ersten Linie, eine Sanitärkrise, mit dieser Woche eine Krise vom Mittelstand. Es sind 35.000 Klänge und Mittelbetriebe hier im Land, die im Moment durch eine ganz schwierige Zeit gehen. Wir haben da all das ganz viel am Telefon, ganz viel gehen da Messagen, ganz viel schreiben noch Briefe. Und ich will all diese Betriebe so in, dass die Regierung, ob ihr schlauscht hat, auch noch für ihr Stoß. Als Land braucht als Handwerk, braucht als Kommerz, braucht als Restaurateuren, natürlich auch alles Independent. Wir brauchen nicht ein Loh, aber wir brauchen nicht auch nur der Krise. Ohne all diese Unternehmen lebt nicht viel hier im Land. Ich schlo, ob alle guten die Mesuren will agieren, will ich aber heute noch einen Appell machen, einen Appell von Solidarität, dass an den letzten Tagen schon gesagt ging, dass die Gemengen an der Stadt Rechnungen sollen bezahlen, nur gerade dass nach vom Herrn Gramini in der Strache gehen, dass auch Betriebe sollen hier Rechnungen bezahlen. Da war ein Appell und Solidarität von allen guten Leuten, hier Rechnungen und Unternehmen zu bezahlen, weil da gerade sind Liquiditäten,
die die Unternehmen am Moment nicht schon das sind Liquiditäten, die eben gerade wichtig sind, wo die Revenuen auf ganz viele Plätzen angebracht sind. Da will ich aber auch Proprietären schwätzen. Proprietären, die ein Lokalkommerzial haben, wird verloren das, verloren durch eine Entreprise, auch sie freuen sich als ein Gest für Solidarität. Zusammen mit ihren Lokatären zu gucken, ein Arrangement zu finden, für vielleicht den Loyer temporär aussetzen zu lassen oder ähnlich. Das ist ein Appell der Solidarität. Das ist auf der anderen Seite aber auch ein Appell für zu sagen, dass eine Entreprise, die auf soliden Face steht, auch nach der Krise, nicht riskiert, den Loyer pro Monat lang nicht können zu bezahlen und eventuell an einen Feind zu geraten. Neben der Gesellschaft, wo die Solidarität natürlich wichtig ist, muss aber auch die Politik an dieser Zeit schnell und kompliziert Lösungen anbieten, für begraten mittelständische Betriebe verschiedene Mesuren können und zu bieten, die unbürokratisch, effizient und auf eine schnelle Manier können helfen. Und wir setzen in dem Kontext auf zwei Säulen. Die erste muss man unbedingt tun, für die ganz kleinen Betriebe an die Independenten nicht zu vergessen. Sie spielen eine ganz wichtige Rolle an unserer Wirtschaft und sind allerdings auch an Krisenzeiten eben besonders auffällig. Aus dem Grund stellen wir ein Aid forfaitaire von 5.000 Euro, einen sogenannten Indemnité d'urgence certifié, für all die ganz kleinen Betriebe berät, die müssen auf Basis vom modifizierten Reglement vom 18. März zumachen. Das Direkthilfe muss nicht zurückbezahlt gehen an als steuerfrei. Der Kostenpunkt von dieser Mesure sind in rund 50 Millionen Euro. Wie kann das aufruhen? Alle guten Unternehmen, die eine Handelsermächtigung haben, an die 24. März ausgestellt gehen, an die drei Kriterien erfüllt. Erstens, es muss ein kleiner Betrieb sein mit maximal 9 Leuten. Zweitens, der Betrieb muss eine reelle Aktivität haben. Das heißt, ein Minimum von 15.000 Euro Umsatz am Jahr haben. Und drittens, dass nicht mehr die Betriebe eligibel sind, die auch müssen zumachen auf Basis des modifizierten Reglements vom 18. März. Beispiel, der Koffer, den Ausstreicher, der Restaurateur, auch von den Take-out mit möchte. Die drei sind eligibel. Eine Epicerie, die kann dort bleiben, die ist natürlich nicht eligibel. Das Objektiv ist ganz klar, für den ganz kleinen finanziellen Atem zu greifen, die dags eben am vulnerabelsten sind, an unerwartet von diesem Event von Covid-19 getroffen sind. Zur Prozedur, das Formular, also los schon online auf guichet.lu. Das Formular muss in der Schrift gehen, an einem PDF-Format und corona.pme@eco.eta.lu gemailt gehen. Für so einfach wie möglich zu machen, haben wir bewusst auf Luxtrust verzicht, für sicher können zu handeln. Ein Demarche en ligne mit Luxtrust wird an den nächsten Tag aber natürlich möglich sein. Zeit ist ein wichtiger Faktor und dafür haben wir Demarchen, die muss erfüllen, auch ganz einfach gemacht. Als Beispiel, es braucht kein Zertifikat von der Sécurité Sociale, für können zu belegen, wie viele Salarien in einem Betrieb hat. Wir haben einen automatischen Austausch zwischen der Direction Générale von der Classe Moyenne und der Sécurité Sociale en place gesagt. Das ist just eine Pièce justifikativ, die gefragt wird, das ist ein Relevé d'identité bancaire. Der Gros von den Informationen wird gefragt mit einer einfachen Déclaration sur l'honneur. Wir machen die Kontrolle am Niveau von der Direktion von den Klasse Moyennen so schnell wie möglich, aber zuerst noch so sehr wie möglich aus. Hier ist es als Objektiv, binnen 14 Tage auszubezahlen. Und dafür habe ich auch natürlich bei seinem Minister alle guten Mitarbeiter, die disponibel sind, sowohl vom Tourismus, wie aber auch von der Klasse Moyennen, auf den Treatment von diesen Dossiers gesagt. Und ich will auch hierbei sagen, dass sie mal gesagt haben, dass die Aiden Dossiers, die schon am Vierfeld raggerecht sind über den Data Investissement, auch da gesagt haben, dass die so sehr wie möglich auszubezahlen für die Liquiditäten an die Betriebe zu kriegen. Die zweite Seite ist ein Projekt de Loi, die das NRW für das Regime Aiden in Platz zu setzen, die sich in alle Sorten von Betrieben
Richt, die betroffen sind. Das heißt, und Independenten, kleine, mittlere, große Unternehmen, die durch die Corona-Pandemie temporär an finanziellen Schwierigkeiten geraten sind. Mit diesem Regime können wir also den Unternehmen eine Subvention en Kapital remboursable geben. Das heißt, eine Liquiditätshilfe, die frühestens muss nur 12 Monate zurückbezahlt gehen, wenn es dem Betrieb besser geht. Ich bin auch froh, dass wir von der Europäischen Kommission für dieses Regime dort gering Luft tun. Das heißt, wir können 300 Millionen Euro über diese Weg und Betriebe gehen, sobald wie den Text an der Chambre gestimmt gehen. Die Periode an Sektoren, an denen das Aid kann ausbezahlt gehen, muss nächste Woche vom Regierungsrat über das Reglement festgehalten gehen. Was für ein Kasten gehen da geguckt? Das sind einerseits Personalkasten, an andererseits Loyerskasten. Der Loyer ist plafonniert auf ein Montant von 10.000 Euro. Für das kommt es bei den Independenten, geht der Montant von maximal 2,5-mal den Mindestlohn konsideriert. Für was sind das Parameter geholfen? Wir wollten eben den Moyen haben, für das können so schnell wie möglich auszurechnen. An die zwei Parameter sind da, die Betriebe ganz einfach mit Pässe können liefern, für das wir schnell vorkommen, kommen, für das die machen. Und auf diesen eligiblen Kosten kann dann ein Aid bis zu 50% ausbezahlt gehen. Der maximale Montant von der Aid liegt bei 5.000 Euro pro Entreprise unique. Als Beispiel, ein kleiner Betrieb mit 4 Employeen, der eine Loyer von 2.500 Euro hat, ein Masssalarial von 12.000 Euro hat, wäre also ein Montant eligible von denen 2.500 plus die 12.000, das ganz 50%, also 7.250 Euro den Monat. Der Betrieb muss für das können zu kriegen, ein Plan de Redressement vorlegen. Wir auch hier versprechen ich, dass wir es ganz pragmatisch umgehen, wir auch hier können schnellstmöglich die Aiden auszubezahlen. Denn Formulär wird auch auf guichet.lu online gehen, sobald Gesetz an der Chambre gestimmt ist. Also, Kippe wird noch hier alles zu setzen, dass die Monten so schnell wie möglich können zu treten. Wir setzen also demnach auf Mesuren, die sehr greifen, an die auf verschiedene Profile zugeschnitten sind, für möglichst viele Unternehmen effizient können zu unterstützen. Wir müssen alle Guten, Politik und Gesellschaft, als solidarisch weisen und da helfen, wo wir können, für unsere Betriebe und auch ihren Salarien durch das schwierige Zeiten können zu begleiten. Als Unternehmen haben nämlich Qualität für diese Krise zu überstehen und mit der richtigen Unterstützung wird er doch natürlich gelingen. Zum Schluss will ich aber noch einmal ein Merci lassen. Und all die vielen Salarien und Betriebe, die schaffen, und aber auch auf dieser Platz, und all guten Dinge, die zuhören müssen, an daheim bleiben, an der Mutter dazu beitragen, für die Verbreitung vom Virus anzudämmen. Und ich weiß, dass es für viele Independenten, Geschäftsleute, Restaurateuren und Artisanen nicht einfach ist, das in dieser Zeit zu machen. Ich will euch einfach heute dafür Merci sagen. All einzelne von uns hat den Moment eine große Verantwortung und ich bin hoffentlich, mit welchem Ansatz jeder Verein an seinem Eck dazu beiträgt, dass diese Krise überwunden kann gehen. So, ich merci und ich gehe weitergehen und den Herr Feig. Schönen guten Abend auch von mir. Die Damen und die Herren, wir wissen, dass viele Leute, die also nur lauschen oder nur gucken, sich große Sorgen machen, um das, was sie über Jahre an ihrem Betrieb oder als Independent, zum Teil sogar über Jahrzehnte, abgebaut haben. Wir verstehen die Sorgen und das als absolute Priorität denen Leute, an all denen, die mit dabei hinein schaffen, über das Krise wegzuhelfen. Dieser Plan ist eine massive, eine ganz konkrete Antwort auf den ökonomischen Impact von einer Krise sans Präzedent. Wir sind von einer sanitären Krise auf eine Krise von der Realwirtschaft gekommen. Alle Betriebe sind betroffen. Und dafür kriegen noch mit diesen Mesuren alle guten Betriebe bestmöglich geholfen. Unter dem Lied vom Finanz-, vom Mittelstand- und vom Wirtschaftsminister sind für diesen Plan Moyen auf finanzielle Ressourcen mobilisiert gehen, wie es an dem Muss an der Lützeburger Geschichte
noch nicht gehofen. Zusätzlich zu den Mesuren, die ich just vorgestellt habe, haben wir auch via die staatliche Investitionsbank SNCI als Instrumente für den Betrieb massiv in den Term zu greifen. Auch diese Instrumente sind nicht so und in der Form noch nicht gehen. Es muss Ihnen sagen, dass auch hier ein Paradigmenwechsel stattfindet. Noch nie in Ihrer Geschichte wird das SNCI, was eine Investitionsbank ist, du für Betriebe, die auf finanzielle Schwierigkeiten kommen, zu helfen. Das möchte ich sagen. Erstens setzt das NCI eine neue Mesure en place, ein Finanzement spezial anti-Krise. Wir finanzieren damit zusammen mit den Banken Kredite für Betriebe bis zu einer Höhe von 16,6 Millionen Euro. Die ganze Enveloppe, die das NCI dafür mobilisiert, chiffriert sich auf 400 Millionen. Auf diese Manier können Prämien an der Höhe von 700 Millionen für Betriebe angefragt gehen, für an der Krise zu evaluieren und für Rum aus der Krise rauszukommen. Die zweite Mesure ist, dass mit einer neuen Garantie, die exklusiv auf PME gemünzt ist, Banken bis zu 80% bei einem Prä- und Klein- und Mittelgroßbetriebe von der SNCI garantiert kriegen. Allein für diese Mesure mobilisiert die SNCI 200 Millionen. Drittens proposiert das NCI auch für die Mutualitäten von den Berufschambren zusätzlich Finanzamente zu stärken. Das ist ein Teil über das NCI. Nach einem Jahr haben Sie mal einen Paradigmenwechsel, das muss ich notieren und das muss ich noch begrüßen. Das Chômage partiell ist die Mesure, die direkt bei den Salarien ankommt. Wir haben mittlerweile tausende Betriebe, die einen Demand auf Kurzarbeit tragen haben. Der Staat überhält 80% von den Salärskosten von den Unternehmen bis zu 2,5-mal den Mindestlohn pro Salarié. Wir wissen, dass die Leute draußen auf die Hilfe angewiesen sind und wir probieren, die Demanden so sehr wie möglich zu traktieren. Das ist das Instrument par excellence, das den Betrieben hilft, ihre Salarien zu halten und auch da über die Krise wegzukommen. Der Chômage partiell wird rund 500 Millionen Euro den Monat kosten. Das ist eine von den wichtigsten Mesuren, weil sie die betroffenen Salarien weiterhin in Akkommens garantiert. Über DW helfen mir an dieser Situation also nicht die Betriebe, auch die Salarien. Am Laufe dieser Woche geht ein neues Outil online, mit dem Betriebe für jeden Monat für Chômage partiell können ragen. Dann ist es doch möglich für die Unternehmen, die ganz müssen zu machen, eine Avance auf die Salaire zu gehen, die sie ihre Leute müssen bezahlen. Auch das ist ein Paradigmenwechsel. Ihr wisst, dass bis jetzt den Chômage partiell müssen vorgestreckt gehen von den Betrieben und dann remboursiert gehen. Das ist auch nicht. Wir können Avancen ausbezahlt gehen. Das ist möglich, für mehr schnell und mehr pragmatisch zu reagieren. Wir probieren also ganz sicher, am meisten unbürokratisch zu helfen, für dass die Hilfe schnellstmöglich bei den Betrieben und bei den Leuten zu Hause auch ankommen. Ich hatte die letzte Freude an einer Pressekonferenz diesen Stabilisierungsplan auf dieser Platz angekündigt. Der Pack von Mesuren, den er präsentiert hat, ist heute Morgen am Regierungsrat angeholt worden. Der Plan basiert auf einem konsequenten und konzertierten Erfolg von der ganzen Regierung. Ob so eine exzeptionelle Situation wie die, an der wir für den Moment sind, muss ich mit genauso außergewöhnlichen Mitteln reagieren. Für die Mesuren muss ich noch exzeptionelle Mittel und Ressourcen mobilisieren. Für all die Leute hier im Land, gerade wie für die Staat und für die Regierung, als die Viruspandemie eine von den größten Herausforderungen, die es hier gab. Politik und Regierung sind dafür, ob die Leute hier konkret zwischen anzugehen und ihnen gerade an diesen Zeiten so viel Sicherheit wie möglich zu geben. Wir wissen, dass es für manche um hier wirtschaftliche Existenz geht. Und dafür haben wir den Park heute angeholt. Wenn ein Arbeitsplatz wird, soll der Arbeitsplatz auch behalten. Ein Patron soll auch nur der Krise nach dem Patron für seinen Betrieb sein. Unternehmen müssen nur der Krise so sehr wie möglich
rum schaffen und funktionieren können. Die Sanitärkrise rund um den Coronavirus verändert man näher, wie man zusammen Leben erschaffen. Neben der Gesundheit müssen wir als Arbeitsplätze und als Wirtschaft mit allen Mitteln stabilisieren. Der Coronavirus und sein Impact auf Betriebe und ihre Salarien sind heftig. Dafür darf kein Hai am Rienstuhl losgehen. Wir bekommen als Altbetriebe die ganz kleinen Unternehmen, die Mittel an die Groß. Die gut verstehen, dass wir jede Mesuren an diesem Stabilisierungspakt dabei sind. Als erste Priorität ist für jeden Verein durch die Krise zu kriegen. Wir werden nun an den nächsten Wochen am Montag genau gucken, wie diese Mesuren kurz- und mittelfristig wirken, für die Ökonomie zu steipen. Dem nur weh, als es mit diesem Stabilisierungspakt nicht gedauert. Wenn es muss sein, je weiter zusätzlich Mesuren geholt. Ich kann Ihnen versprechen, dass wir alles machen werden, was an unserer Macht steht, für den Betroffenen adäquat zu helfen. Mesdames et Messieurs, je voudrais aussi m'adresser à tous les salariés et chefs d'entreprise qui ne maîtrisent pas la langue luxembourgeoise. Je puis vous rassurer que nous allons tout faire pour aider les salariés et les entreprises à surmonter cette crise sans précédent. Les mesures décidées s'orientent autour de quatre principaux piliers. Premièrement, répondre aux besoins de liquidités immédiats. Deuxièmement, faire face aux difficultés de trésorerie. Troisièmement, faciliter le financement bancaire et surtout, quatrièmement, maintenir l'emploi. Toutes les mesures que le gouvernement a décidé de mettre en œuvre se chiffrent à près de 9 milliards d'euros, ce qui représente environ 15% du PIB. Ces chiffres témoignent de notre volonté absolue d'activer tous les leviers politiques possibles et imaginables pour préserver l'emploi et soutenir les entreprises en ces heures difficiles. Sonnisch, merci. Da kommen wir an die Frauen, die aus den nächsten Redaktionen in Lorakrum sind. Die erste Frau richtig und den Herr Gramegna. Die erste Frau kommt von Delano Magazin. Sie fragen, Monsieur Gramegna, l'État luxembourgeois prévoit-il d'émettre de nouvelles obligations en raison de la situation de coronavirus? Comme je l'ai expliqué, nous avons adopté. Wir haben am Regierungsrat eine Loi de Garantie angeholt, an der in fait zwei große Mesuren draufstehen. Das ist, dass wir Garantien bis 2,5 Milliarden gehen, für die Prämien von Unternehmen zu garantieren, auf der einen Seite. Und zweitens hast du an dem Gesetz auch eine Autorisation gefragt und Lützebäuer Chamber für 3 Milliarden Euro können eventuell als Emprunt zu machen. Die Kurzantwort also ja, dass wir gesehen für 3 Milliarden eventuell lehnen zu gehen, für das ganz schwierige Zeit zu überbrücken. Wir haben ein gesundes Budget, wir hatten letztes Jahr einen Überschuss an das Jahr für drin, auch sogar beim Zentralstaat. Aber die Summen, die hier am Spiel sind, die ich für drin genannt habe, schiffrieren sich an Milliarden heran. Und das kann ich nicht auf kurze Zeit ähnlich überbrücken, wie man dann braucht. Die nächste Frau ist die Joronisch, Herr Gramegna, die kommt vom Radio 100,7. Bleibt beim Covid-19-Stabilisierungspakt nach genug Sput für die geplante Steuerreform? Das ist so, dass die Europäische Union ja decidiert hat, dass am Jahr 2020 den Stabilitäts- und Wachstumspakt erklammert gesetzt wird, weil der Impact auf die Staatsfinanzen von allen EU-Ländern immens hoch ist. Ich meine, du mal da versteh den, dass am Jahr 2020 die allermeisten Länder, für nicht so alle guten Länder, werden ein Defizit haben. Wie lange das Gesundheitskrise dauert, was sind genau Konsequenzen auf der Wirtschaft sind, wie lange das sind, kann kein vorausgesehen. So dass es ein bisschen frei ist, für ein Judgment aufzugehen, inwieweit, wie nicht mehr die Reform fiskal machen.
Wir haben vieles darauf vorbereitet. Wir werden noch in Parallel von dieser Krise weiter auf die Reform Fiskal schaffen. Das Reform Fiskal ist ja hauptsächlich eine Qualitätsreform, wo wir ja wollen die Individualisation erfeiern und eine Modernisation von unserem fiskalischen System machen. Wir hätten auch vieles da Erleichterungen mit anzubauen. Das muss ich dann gucken, wann Krise bis River ist, inwieweit ich das alles kann machen. Aber ich kann nicht so mehr schaffen, ob der Reform Fiskal weiter. Da kommen zwei weitere Fragen aus der Redaktion vom Tageblatt. Die erste Frage richtig nicht, Herr Gamenja. Sind die 8,8 Milliarden, von denen der Finanzminister Haut geschwärzt hat, die schon die von Herr Xavier Bettel erwähnte Marshallplan? Oder handelt es sich da um eine Nothilfe für die entstehenden Verluste auszugleichen? Ja, das ist eine exzellente Frage. Von den gut analysiert, haben wir am Fungal ein ganz rutsches Element daran. Wir haben eine Milliarde für zwei Monate. Vorgesehen, nicht mehr für den Chômage partiell. Was sichern wir damit? Wir haben die Kompetenzen an die Innovationskraft von unseren Unternehmen und von den Salarien präserviert wird. Für das Relance kann sie ja gemerkt werden. Eine zweite Sache, die wir hier vorgesehen haben, mit der Garantie der Kredit, dass sobald es möglich ist, dass die Unternehmen darum können, Finanzamente kriegen von den Banken, für ihre Last zu legen. Das heißt, wir haben an diesem Pack, das dient an das ändert. Wir haben Mesuren, die für die Liquidität sind, die ganz kurzfristig Mesuren sind, aber wir haben an einem einfach schon einen Teil von einer Relanceheimat angeplankt. Das ist klar, dass wenn die Gesundheitskrise River ist, wahrscheinlich auch zusammen an Europa muss gucken, wie ein die Ökonomie relanciert. Die Europäische Investitionsbank hat ja einen Plan schon auf den Tisch gelöst. Die Europäische Kommission wird das auch machen. Aber wir haben die Chance zu Lützeburg, dass wir ja spät an unserer Verschuldung par rapport zu all den anderen Ländern. Und ich erinnere daran, dass wir das AAA-Land sind, was die niedrigste Schuld hat. Das heißt, wir sind in fact gut aufgestellt, für die Relance mehr zu organisieren. Die zweite Frage könnte, vom Tageblatt könnte sich um den Herrn Feier oder den Herrn Dalles richten. Da geht es darum, die selbstständig am Gesundheitswesen, wie zum Beispiel die Kinesiotherapeuten, die auch müssen ihr Kabinett zu machen, an Lo angesagt gehen an den einzelnen Strukturen für die Bekämpfung von der Corona-Epidemie. Gehen die für das Zumachen von den Praxen auch entschädigt oder kriegen sie irgendwie Gehalt während der Dauer von der Krise? Wie gesagt, das ist. Ja, wir sind uns natürlich bewusst, dass da doch ein Publikum aus den wirklich schweren Leuten in der Krise. Ich kann nicht sagen, dass der Minister von der Sécurité Sociale, den Romain Schneider, am Gang, also ob dem dort ein Dossier zu schaffen. Wir sind uns dem dort ein Dossier bewusst, dann wir bekümmern uns darum. Dann haben wir eine nächste Frage, den Herr Feier, die kommt vom Lützebäuer Wort. Soll der Staat mehr angreifen, wenn es um Produktion von volkswirtschaftlich wichtigem Material geht? Wie kann ihn sicherstellen, dass ihn die nötigen Produkte auch zur Verfügung hat? Oder ist ihn da hauptsächlich auf China angewiesen? Ja, das am Anfang an dieser Zeit haben wir immer mehr so ein Langage de Guerre, wie in einer Kriegsökonomie, wo wir in so Sachen denken und über so Sachen schwätzen. Das ist klar, dass insbesondere was das ganze Material von was Masken geht oder den Sanitätsmaterial, weil das wo man ja wissen, dass man wie viele Länder nicht genug haben auf verschiedene Bereiche, dass man darum denken, eigene Produktion zu machen in anderen Ländern, ist das doch so. Das sind Reflexionen, die wir auch bei uns am Minister feiern. Ich meine, die ganze Krise weißt du, dass man in Europa, de manière générale, an ganz vielen Domänen nicht mit Produktion bei uns zu haben. Und das ist, dass man entscheidende Valoren total externalisiert tun, dass man sie durch das Feld exportiert tun, delokalisiert tun. Ich meine, das deckt auch eine Vulnerabilität an unserem Wirtschaftssystem. Ich meine, auch darüber müsste man nur denken, wenn die Krise bis rüber ist.
Die nächste Frage kommt von RTL. Sie stellen sind die drei Minister, ich gehe sie mal so weiter. Wie geht die Regierung darum, dass die Union der Proprietär abgerufen hat, keine Leuen am Moment nur zu lassen? Der LASAP hat das Erstellung der Mitte ja schon scharf kritisiert. Ja, also ich meine, also wenn ich kann als erstes reagieren, dann sind sicher meine zwei Ministerkollegen, die auch etwas dazu zu sagen. Ich fand das effektiv partikulär unpassend für an diesem Zeit, wo es wirklich schwierig ist für Betriebe, aber auch für manche Leute, die sich Sorgen machen, um hier wohnen, dass die Leute nicht mehr bezahlt kriegen, dass so eine Prise de Position können von einer Union der Proprietäre. Ich meine wirklich, dass wir alle gut sollten solidarisch sind und dass Proprietären, insbesondere die Menschen an diesen Zeiten, vielleicht die sind, die am meisten Sorgen haben, weil sie Leute kriegen, auch wirklich müssen einen Gest machen. Natürlich, ich bin auch am Punkt ziemlich entrüstet über die dritte Position. Ja, ich so vielleicht auch ein Wort drüber. Ich gesehen, Gott sei Dank, zu Lützeburg und an Europa viele Initiativen von einzelnen Personen, von Assoziationen, von Entreprisen und von Städten, für Solidarität zu organisieren an so einer Krise, wie man noch kennen kann, tun, seit ganz langer Zeit, auf jeden Fall seit Kriegszeiten. Da kann ich nicht mehr bedauern, wenn er einen Appell gemerkt hat, für unsolidarisch zu sein. Und dann ein zweites dazu will so die neue Wirtschaft, die Digitalwirtschaft, das ist eine Kooperativwirtschaft, die über die Grenzen weggeht an die Solidarität in eurem Einkehr fordert. Dafür mengen ich, dass wir alle gut beraten sind, ohne ob die Union der Proprietär zu viel wollen anzugehen. Wir sind alle gut beraten, wenn wir mehr Solidarität fördern, weil da geht es all besser. Ich meine, auf der Seite ist die Solidarität, die auch angeschaut ist, und ich rieche mich an alle guten Proprietären natürlich mit der Solidarität. Auf der anderen Seite aber auch einfach eine Rechnung. Weil in einer Rechnung möchte eine Unternehmen, die ein Loyer nützlich kann leisten, aber muss bezahlen, dafür muss verhindern, bis das alles aufgewickelt ist, werden 3, 4, 5 Monate lang kein Loyer können bezahlt können. Dafür mengen ich den Appell, denke ich, ganz wichtig, halt zu streichen, zwischen dem Proprietär und dem Lokatär zusammen zu gucken, ob ich den Loyer temporär aussetzen kann, ob ich ihn verrückeln kann oder was auch immer ich kann als Arrangement finden, der einerseits aus Solidarität und auf der anderen Seite einfach nur eine Kostenrechnung. Wir werden noch als Staat am nächsten Tag da mit einem guten Beispiel vorgehen. Die nächste Frage kommt aus der Redaktion von Reporter.lu. Der Staatsrat schreibt, also sagen wir wie, dass die für die Unternehmen hätten wie ein Reglement am Kader vom Etat der Krise können decidiert gehen. Für was hält die Regierung und der normale Gesetzesprozedur fest? Es gibt zwei Ursachen. Auf der einen Seite haben wir den Navi vom Staatsrat natürlich ganz interessiert gelesen. Es geht hier um Zusammenschaffen. Zusammenschaffen auch am Etat der Krise zwischen der Regierung und der Chambre. Das ist ein Gesetz, das über die Dürre rausgeht von der Krise. Das ist auch das zweite Argument. Es geht darüber raus. Es ist alle gut, denn die Reglement d'Urgence, die noch geholt sind, können just während der Krise erkraft sind. Auf der anderen Seite, dass die Zeit nach etwas darüber rausgeht, an. Es geht halt darum, mit der Chambre zusammen können, zu schaffen und über das Gesetz durch können zu schwätzen. Die nächste Frage vom Radio 100,7 und den Herr Dallas. Können Geschäftsleute, die zugemacht haben, auf Bruder von der Regierung an die Key-Salarie haben, auch von der Hülle von 5.000 Euro profitieren? Oder muss ich Salarien haben? Nein, muss ich kein Salarien haben, die auch ein Independent, den eine Autorisation des Establishment hat, kann die Demand machen. Ich kenne den nächsten Frage vom Quotidien, die sich ein bisschen dort runterhängt. Präzisionsfroh schreiben Sie hier, war das der Plafond von der Nähe für die PME, 5.000 Euro pro Entreprise, wie gesagt, oder aber 500.000 Euro, wie vom Premierminister Bettel gesagt? Ich meine, ich habe für eine Menge Ausführungen 5.000 anstatt 500.000 gesagt. Also auf der einen Seite mal die Aid direkt, die Indemnité forfaitaire certifiée, die direkt ausbezahlt wird, das sind 5.000 Euro. Auf der anderen Seite mal für die Aid en faveur des Entreprises, der das plafonniert auf 500.000 Euro pro Entreprise.
Ich kenne den nächsten Frau auch vom Radio 100,7, die hängt sich auch ein bisschen drin. Als Teller für 5.000 Euro für die ganz kleinen Betriebe an Independent ein ehemaliges Hilf oder pro Monat. Das ist eine Hilfe, die lo so dezidiert genau für lo direkt können zu reagieren. Und ich denke, sie reiht sich an hei, an eine Panoplie von verschiedenen Mäuern, die auch lo hei erklärt gesehen. Geht hei um ein ehemaliges Direkthilf lo, wo natürlich immer eine Evaluation gemacht wird. Ich kenne dann eine Frau von RTL und den Herrn Gramenia, dass ja viel Garantie dabei beim Maßnahmenpark an Höchst von 9 Milliarden. Mit wie viel Cash-out rechnen da? Ja, das ist so, dass man da schon den drei Kategorien von Moyen, die der Staat sich zur Verfügung setzt, einen Unterschied tun zwischen Sachen, wo man direkt Geld ausgeben. Sachen, wo man Delayed Payment machen und dann eine Garantie machen. Und die erste Kategorie, wo man direkt Depensen haben, sich chiffriert und geschert für die zwei ersten Monate der Krise auf rund 1 750 Millionen Euro. Da kennt ein nächste Frage vom Tageblatt, die sieht, wie viel Prozent von den Unternehmen auch von den Beschäftigten wo kurz habe ich gefragt? Also zu Lummel an einer ersten Phase, also wir haben 5.000 Monaten, die wir noch am Gang sind zu treten. Also ein Prozent kann ich da nicht sagen. Ich kann nicht sagen, dass da ganz, ganz viel sind. Es sind die Masse und die Prozentage haben wir nicht komplett deployiert, aber es sind wirklich viele und wir werden noch, dass da noch ganz viel mehr rauskommen. Wie gesagt, es könnte eine vereinfachte Prozedur, wo die Betriebe können online sich melden, sodass das auch mehr schnell kann verschafft gehen. Da können wir eine Frage von Paper Jam, Question aux trois ministres, steht da. Les aides du plan sont-elles parfois conditionnées à une obligation du maintien de l'emploi dans les entreprises? Einfach, non. D'accord. Dann habe ich noch eine Frage, die sich an den Herrn Feier richtet. Vous attendez-vous un fort rebond de la croissance une fois la crise passée? Die Frage ist zu Paper Jam. Ich meine, das ist eine ganz schwere Frage, weil, wie gesagt, es hängt ganz, ganz vieles davon ab, wie lange die Krise dauert. Wie lange den Konfinement dauert, den wir ja müssen machen, bis wirklich die Sanitärkrise und die Risiken, die für die Population geht, dauern. Ich meine, es geht ja wirklich darum, für also die Ökonomie zu präservieren, zu gucken, dass Betriebe auch wirklich durch unbeschädigt heute durchkommen. Aber wenn das möglich ist, dann bin ich confiant, dass es auch ein starker Rebond direkt gibt, wenn das heute ein Miserie ist. Das sind Fragen, die ein Mensch als das ganz schwer kann beantworten. Ich sage nur in China, wo es nur ein bisschen aufhängt, dass es aber los geht, sodass das dort ein ganz schwierig Frage ist. Eine letzte Frage, ich habe die richtige und den Herrn Dallas. Die können von Delano Magazin, les 300 Millionen Euro d'aide d'État, à Klammern, approuvé hier par la Commission européenne, Klammer zu, suffisent-ils aux besoins du pays? Faut-il augmenter le montant prévu des aides d'État? Also, heute ist die Fiche financière d'Ofun, wir waren initialement. Wo den Text deposiert, ging das, wo man es just den PME adressiert und wo man von einer Fisch finanziell von, ich meine, war rund 54 Millionen geschwärzt. Das sind aber nur zwei, drei Wochen hier. Als natürlich das Gesetz wie breit abgemacht ging, wir sind von denen 200.000, et maximal ab 500.000, et maximal herabgegangen. Wir haben das nicht nur mit PME, wo das Gesetz sich adressiert, aber auch unter den Dependenten. Und petite à moyenne entreprise, an avoir die grosse entreprise. Das heißt, die Fiche financière, die lo dabei ist, die lo akkordiert genau von Europa, haben wir gesehen, lo an Zukunft, wie es damit weitergeht.
So, merci. Merci. Merci.